Albino, ein Bergdorf auf 1300 Meter über Meer mit träumhaftem Panorama auf das Rhonetal. Ein Dorf, das vor allem durch seine Steilheit auffällt. Ein Dorf, das aber euch erst seit dem Jahr 1978 mit ihrem Nachbar Mainz Leukerbad durch eine Strasse verbunden ist. Darum hat man früher Leitern gebraucht, um von Albino ins Bäderdorf zu gehen. Wir haben uns die Leiter mit dem Moritz Briand einmal ein bisschen näher angeschaut. Jedes Jahr mache ich die Leiter und hauptsächlich im Frühling schon zuerst mal. Nachher im Sommer durchgewendet mal und nachher im Spätherbst mache ich dich nochmal. Das ist einfach ein schönes Erlebnis und ja, ich mache die Leiter sehr gerne. Wenn man die Heimisch schon fragt, wenn und vor allem euch durch welches, dass die Leiter für einen entstanden sind, dann kehrt man meistens die gleiche Antwort. Ich weiss nicht. Euch der Moritz Briand kann ich die Frage nur ansatzweise beantworten. Es gibt 8 Leiter hier auf. Und die Leiter haben sie hauptsächlich gemacht für. Ist schwer zu sagen, wie sie gemacht haben. Einfach keine Verbindung zu Leukerbad. Nachher haben sie einfach irgendeine zweite Leiter gemacht. Aber wenn oder so, ist einfach schwer zu sagen. Das erzählt uns schon im 17. Jahrhundert, kann da etwas gewesen sein. Aber genau das weiß man nicht. Also ist jetzt hauptsächlich das Tourismusattraktion. Jetzt in der heutigen Zeit. Und früher war das natürlich ganz anders gewesen. Ist das kurzeste und Verbindung auf Leukerbad gesehen, gell? Und dann haben wir da ein paar so Transporte gemacht, Hennen oder Eier und solche Sieg, was in Leukerbad sind, verkaufen und so einfach mit schieferen Sieg haben sie einfach das Material auf und abgefährt. Was darf er sicher ist, ist die Tatsache, dass im Jahr 1781 eine Landeskarte ist rausgekommen. Ein gewisser Autor mit dem Namen Jean-Benjamin Delabarthe hat zwischen Leukerbad und Albino systematisch 2 Leitern eingezeichnet. Zum Faktum. Heute sind 8 Leitern da. Ein Aufstieg, der für Schwindelfreie nicht unbedingt prädestiniert ist. Schwindel darf einer keinen haben, sonst ist besser, er die Leitern nicht benutzt. Tatsächlich erkennen wir die Steilheit schon sehr schnell, wenn wir vor der ersten Leiter standen. Der Moritz Briand, der ist gewohnt, die Leiter im Beruf und im Brab zu gehen. Vor 4 Jahren hat er hier sogar ein 4-köpfiges Filmteam von einem bayerischen Sender über die Albiner Tradition aufgeklärt und während dem Aufstieg erinnert er sich noch an eine andere, ganz persönliche Geschichte, die ihn mit dem Leiter zu Albino verbindet. Wenn die Straße noch nicht da war, sind die Albener hauptsächlich. Oder sind die, wenn sie auf Leukerbad etwas Geschäft in Zeit hängt, erledigt, sind sie hauptsächlich der Weg benutzt. Über die Leiter. Das ist so ein Beispiel, bevor es die Straße war oder wenn es da gekommen ist, habe ich einmal einen ganzen Sommer mit dem Velo auf Flaschen gefahren und durch die Leiter abgefahren. Leukerbad kann arbeiten, am Abend wieder am Hof. Und das ist der ganze Sommer so gegangen. Bin ich einfach die Leiter kann ich in- und auswendig. Ein Sommer, tagtäglich die Leiter im Beruf und wieder im Brab. Für Moritz Briand ist das kein Problem gewesen. Ob es früher sind Hirta oder euch Jäger, wo die Leiter im Beruf und im Brab sind gegangen, das interessiert ihn heute nur am Rand. Für ihn ist es einfach nur ein Genuss, jedes Jahr mindestens einmal über die Leiter zu klettern. Weil vor allem viele Touristen gleichdeichen wie der Moritz Briand und die Faszination Leiter unbedingt erleben wollen, kümmert die Schichtung Gemeinde Albino jedes Jahr darum, die Tradition am Leben zu erhalten. Klar, also jedes Jahr werden die Leiter ausgebessert und ja, sicher, die sind hundertprozentig sicher. Hundertprozentig kannst du sicher nicht sagen, aber sicher sind die Leiter sind, kommen jedes Jahr kontrolliert und aber wenn einer blöd kann, kann er immer einen Unfall machen. Das ist ja klar.
Eine träumhafte Aussicht, vor allem auf Leukerbad, aber euch auf die schöne Walliser Bergwelt, bekommt der Aufsteigende nicht erst nach der 8. Leitro und in 100 Meter Höhendifferenz. Schon zwischendurch winken viele Bilder für einen Fotoapparat. Die ersten 7 Leitern, die sind an und für sich recht nah miteinander. Für bis zur 8. Leitro zu kommen, muss man aber gleich in einen oder anderen Schritt laufen. Und was nach der 8. und damit letzte Leitro kommt, das gleicht wieder einem träumhaft schönen Panorama. Von hier geht es weiter auf Leukerbad. Für einen Tourist, der nur die Leiter sehen will, der kann über einen Wanderweg zurück auf Albino laufen oder muss eben den Weg von Leiter zurück. Der Aufstieg der braucht bedeutend weniger Mut als der Abstieg. Ganz früher hat es hier sogar tödliche Unfälle gegeben. Schon nicht ohne die Leiter. Das ist eine gefährliche Sache. Und wenn einer Schwindel hat, kann er gar nicht gehen. Das ist klar. Da sind 3 Personen sind da tödlich verunglückt. Die erste Person ist im 1875, das war Josef Medri, ein junger Vater von 3 Töchtern. Und nachher im 37 ist der Roland Villa abgefackelt, der war der 9-Jährige. Und der ist von Leiko. Und nachher im 42 ist dann Arthur Medri, der Leiter abgefackelt. Der Vater von 5 Söhnen. Das war natürlich ein harter Schlag für die Familie. Heute sind die Leiter vor allem für einen Tourist ganz eine grosse Attraktion. Oder euch für einen Naturfreund aus der Region. Auch so einen, wie euch der Moritz Briand ist. Er, der fast nicht genug bekommt von Leiter zu Albino.